Der Konrad dem Dritten nachfolgende Neffe Friedrich der Erste, genannt Barbarossa, steht hingegen in einem ganz anderen Licht. Gerade der Chronist Bischof Otto von Freising, ein Babenberger und Onkel Friedrichs, hat das Bild eines glanzvollen Zeitalters, das nun anbricht, geprägt. Friedrich war Welfe und Staufer zugleich, denn seine Mutter Judith war eine Schwester Heinrichs des Stolzen. Für die Wähler scheint auch das entscheidende Argument gewesen zu sein. Andere Quellen berichten kritischer. Barbarossa habe jedem Konkurrenten versprochen, ihn zum König zu wählen, falls er es nicht wird. Zudem hätte er 3000 Ritter mit zur Wahl gebracht und so Druck ausgeübt. Der Bericht stammt aus späterer Zeit, allerdings scheint die Wahl nicht so einfach gewesen zu sein. Nach der Wahl erscheinen zahlreiche Fürsten mit neuen Titeln und Würden. Das scheint also das Gegengeschäft gewesen zu sein. Trotzdem scheinen die alten Auseinandersetzungen nicht so leicht zu überwinden gewesen zu sein. 1156 gelang eine Aussöhnung mit Heinrich dem Löwen. Es ging um die Frage, ob er die Herzogtümer Bayern und Sachsen zugleich besitzen darf. Während Friedrich der Erste Heinrich freie Hand in Norddeutschland zu geben schien, wurde seine Macht in Bayern bestritten. Österreich wurde von Bayern gelöst und 1156 zu einem eigenen Herzogtum unter den dort schon vorher seit 976 herrschenden Babenbergern